Ist auch nicht, ne? Der sitzt ja auch dreiviertel Stunde auch, ne? Der gibt nicht auf, ne? Jetzt hat er zwar bloß nur 84, aber das ist mir wurscht. Ist das ein anderer echter Spieler sozusagen? Ja, Ah also ja. ich spiel bloß wirklich ja zwei echte. Also dasselbe wie gestern, das waren ja fünf echte Medium-Tisch, wir waren ja zu sechs. Okay, cool. So, was haben wir denn? Da haben wir vier. Naja, gehen wir mal nieder. Ja, Frau, jetzt geht er all in mit 480, Alter. Dame 4 soll ich mitgehen. 26,80 habe ich noch. Ach komm, geh Du hast eine mit. Dame in der 4. Ja. Normal schmeiße ich sowas weg. Naja. Jetzt eine Was Dame liegt denn 9 auf oder dem so. River? Was liegt denn auf dem River? Ja, bis jetzt noch gar noch nichts. Ja, Na, dann geh mit. das bin ich ja. Okay, die Aldi geht auch mit. Bis jetzt bei 15, Alter. Jetzt gespannt. Sieben, zehn, sieben ich, Arme vier. Okay, jetzt sonst bin ich gespannt. Jawohl. Ein paar Damen habe ich. König hat sechs, die Karre Dame hat sechs, die Karre vier. Drei, vier, fünf, sechs. Ein paar Damen gewinnt 14,30 und zwar ich. Wahrscheinlich, ich habe schon wieder einen Zuschauer, ne? Ich habe vor einer Minute auf Live geschaltet. Ja, ich bin's nicht. Garantiert nicht. So, jetzt bin ich wieder der Erste mit 36 Dollar 30. Hab schon 10 Dollar gut gemacht. Das ist auch cool. Und ich habe gerade ein Follow gekriegt von irgendjemandem. Echt? Ja. Ja, bedanke dich einmal. Charisma 001. Nur zur Info, gell, ich hört mir vor allem im Stream dann oder sowas, was du aus dem Channel raus bist. Oder hört mir die trotzdem? Man müsste mich trotzdem hören. Pass auf, 7, 8. Hab ich auf der Hand. Okay, die schämen alle. So, ich schalte jetzt mal live. 3, 4. 5, 6, 7, 8 auf der Straße, Scheiße. Naja, blöffen wir ganz einfach. Schauen wir mal. Mein Team ist nicht mehr so viel wert wie gestern. Ach, du zockst wieder Football. Ja. Okay. Ich will die Saison einfach noch durchspielen. Naja, ich hab vielleicht irgendwas, dass der Benny online ist, aber das ist leider nicht da. Ja, ich hab mir am Sonntag hängen lassen, ich hab's mir am Sonntag versprochen, weil mir sowas dazwischen kommen. Wenn ich halt einen Rohrbruch hab, dann kann ich mit Computer spielen, ganz einfach. Richtig. 4, 5 verbrach ich nur auf der Straße. Und aus dem brauchst du irgendwie, oder hast du den intensivsten Job, glaube ich, von uns allen? Naja, aber wenn ich überlege, ich kann am meisten zocken vor uns sehen, ne? Ja, trotzdem hast du den stressigsten Job von uns alle. Ja, schön. Allmächtig, in meiner Jugend sind 4 Leute von 6 verletzt. Ist jetzt der andere schon 16 Mann. Na, Was? Bis du es gestern dauert noch ein paar heimlich Tage. weitergespielt hast. Was? Bis du gestern noch heimlich weitergespielt hast. Ich habe den Ball gespielt. Hast bloß den Stream ausgemacht. Nee, ich habe nicht weitergespielt. Sagst du, der Schlumpf auf WhatsApp ist doch cool, oder? Ja. Don't Vor allem der letzte Satz. Weiß ich gar nicht mehr, was er gesagt hat als letztes. Ja, ich sag's leider nicht mal, nicht, dass du auf Twitch gespannt wirst oder so. Ich weiß ja nicht, welche das mit diversen Ausdrücken verhält. Mein Kanal richtet sich halt an Erwachsene. Ja, ich weiß ja nicht. Das ist.
Mausakrobat geht in Urlaub, der macht jetzt seinen letzten Stream von Urlaub. Ja, der vor der Österreich hat er gesagt. Ha. Oder in den echten von Österreich. 1-2-10, komm. Hauen wir gleich unter der Nähe. Ich habe halt meinen Impfpass endlich gekriegt. Dann was? Mein Impfpass. Impfpass? Mhm. Digital oder was? Na, ganz normal, den Papierform. Ich hab doch seit 15 Jahren keinen Impfpass mehr. Ja, ich hab seit der Kindheit auch keinen Impfpass. Ich habe ja damals beim Impfen gleich eine Nahe gekriegt. Mhm. Ne, ich hab mal halt beim Hausarzt mal abgeholt. Und jetzt wird er Mittwoch zum Impfen gehen. Also, wo, was kriegst? Weiß ich nicht. Ich geh ins Impfzentrum, lass mich überraschen. Ja, Johnson & Johnson ist zu empfehlen. Wie gesagt. Schüttelfrost und der nächste Tag war bei ein leichter Körperrausch. Ja, also den will ich auch, weil dann habe ich es halt mit einmal hinter mir. Fuck, Alter, jetzt ist der Bot bei 25 Dollar und ich habe zwei Zähne und der andere hat ein Bärler Boom, ne? Ich kann sie doch nur schnell beißen. Fies. Naja, vielleicht kommt nur Zähne. 7. 7, 8, 9, 10, 8, 8, scheiße. Ah ja, jetzt warte mal. Die andere hat voll aus, die hat 8, 9. 8, 8, 3, 8, 2, 9. Ja, beiß die doch, du. Ja, die mit ihren 4 Dollar und ein bisschen was hat jetzt ja 45 Dollar gemacht, ne? Ah, komm. Ja, aber der letzte bin ich nun, ich bin immer nur der zweitbeste in unserem Tisch. So, jetzt pass auf, jetzt geht's gegen Bayreuth. Sind die stark. Hallo? Was? Ja? Cool! Pass auf, jetzt bluffe ich mal von Anfang an. Jetzt mal höchster Einsatz. Alten kann ich noch nicht gehen. Ja, der Schampf da. Ich hab niemand mehr fürs zentrale Mittelfeld. Wirklich. Meine Fresse nicht. Er kommt, er geht all in, bloß weil er Ass auf der Hintern, ne? Ass und ein Sieben, der hat ja nicht einmal eine Chance auf der Straße. Naja, das sind meistens die, die kriegen dann noch eins. Oh, komm. Jetzt hat er jetzt zwei Bärle. Jetzt hätte ich eine Bärle 10 gehabt. Shit. Oh, die Alte ist ausgestiegen. Nee, ist beide. Dafür. Ja, aber früher habe ich dieses PokerStars gespielt. Am PC. Ah, ist Texas Hold'em. Ja, genau. Ja, das habe ich ja. Und ey, was du da? Du hast gute Karten gehabt und hast das trotzdem verloren. Ja, ich habe jetzt Bubi 9 und gehe mit 5 Dollar kleine. Mhm. Also Bubi 9, aber schon was man nicht weg. 94 gehabt. Mhm. Chance auf erstrafflich bei 70% bei so einer Hand. Hallo! Geht an, der hat König 10, dann hat Dame 8. So, jetzt bin ich einmal gespannt. Also 9 Bube ist eigentlich Goody End. 8, 9, jetzt brauche ich noch einen 10er kommen. Na, ist super. Hätte ja Stress gehabt. 10. 8, 9 habe ich gehabt, 10er, Bube, Dame, König. Leck mich doch da. Oh, sorry. Ich hab geschimpft. Macht nichts. Seit der Raffi weiß, dass ich live bin, rennt er rum und macht Geräusche wie der Kevin im Film. Aber jetzt verlieren wir erst das Spiel, ne? Echt? Ja. Weil du mir zuschaust.
Das kann sein. Ja, ich wollte es gerade noch überlegen, ob ich meinen Laptop mache. Oh, Assbube. Ja, ist mein letzter Händler. Ich habe jetzt nur 19 drin. Ja, 0-1 verloren, die sind 14. Naja, aber das hat man ja gestern schon gesehen, wie es da mal geschaut hast, dass das Mannschaft ist. Ja, Das ist. Bayreuth, die können ja gar nichts. Die haben eine rote Karte, weißt du? Allmächt, 93. Minute Ausgleich auf 1-1. Also, der, wo neben mir hockt am Tisch, ne, mit seinen 19 Dollar, der kann es pokern nicht, ne, weil der nimmt die erste Hand und geht gleich mit 5 Dollar, was er hat, ne. Also, 5 Dollar ist halt der höchste Einsatz, du kannst dir gleich all in gehen, ne. Und der wird nicht mehr mitnehmen. Hey Stefan, was für Spiel? 93. Minute Ausgleich 1-1, 95. Minute ist 2-1 geschossen. Habe ich es gewonnen. Nee, passt doch. Acht. Fünf. Ach komm, jetzt hat er wieder Zwartler. Der mit seinem dummen Glück mit 2-3 geht er mit 5 Dollar rein, ne? Naja, aber wenn ich ehrlich bin, 2-3 hätte ich auch nicht weggeschmissen. Ja, aber das ist das, die Leute gehen ja. Also ich kenne das ja noch von PokerStars. Da gehen ja die Leute, die nehmen ja einen Zehner mit, sozusagen die Geldbeutel, und hocken sie dann hin, setzen den und entweder sie verdreifachen es nach dem ersten Spiel oder sie verlieren es und gehen auf den nächsten Tisch. Jetzt mal sagen, also jetzt habe ich einmal 10 auf der Hand. 5 Dollar, nein. Jawohl, den zeigen wir aus, der hat nichts mehr. All in mit 2 Dollar 10. Zwei und ein Achter, oder? Na, 7 und ein Ass, oder andere. War nicht schlecht. Ja, aber ich hasse das, wenn man bei der ersten Setzerunde schon alles reinhaut, was du hast, ne? Das Turn River Flop auf Go Deutsch auf der Strecke bleibt, ne? Ja. Das hasse ich wirklich best und das zwinge ich jetzt auch raus vor dem Tisch, aber das riecht mir auf. Das sind halt die Sachen, die ich Poker nicht kenne, die auf gut Glück halt, ne? Weil wenn ich jetzt gleich mit 5 Dollar reingehe, kommst du mit dem Bot nicht reicher bei 25, ne? Aber wenn ich immer wieder setzen, kann ich den Bot auftreiben, ne? Ja. Das muss halt der nicht checken. Oh, mein Schwarzbrände ist auch für dich. Cool. Jetzt brauche ich den Benny zum Ausliefern. Mensch. Ja, aber ich glaube, der kommt nicht, der Ding auch gesagt hat, er hat unter der Woche überhaupt nicht gespielt. So, jetzt geht er aus dem Spiel raus, jetzt hörst du das gleich im DS. Guten Abend! Du könntest du mal deinem Bruder Bescheid sagen. Welche Zeit haben wir? Halbe Neuner schaut schlecht aus. Ja, bei den Masten so um 8 Uhr macht er aus. Und dann schaut er Fernsehen. Und schaut er Nachrichten und dann halt anderen Käse. Okay. Ich bräuchte noch einen Follower, um mein nächstes Ziel zu erreichen. Es ist wichtig, ich registriere mich mit meiner zweiten E-Mail-Adresse. Schaust die Wand an. Bisschen kriminell, man es zwar. Ja. Naja, warte mal, ich schau mich schnell auf.
Urheinerle, was er gesagt hat. Interessiert noch nicht. Lass mal meine Ruhe, ich schau Fernsehen. Alter, aber so um 8 herum ist schlecht, was das ist. Naja, so ist er halt. Ich habe schon 2 Zuschauer. Sonst spiele ich hier mal einen Angstgegner. Kein Spieler dabei, der weniger als eine Wertung von 6 hat. Das ist krank. Ist aber auch cool, ne? Der Verein heißt Türkgücü München. Und aufgestellt haben sie in Aaron Berzel, Benedikt Kirsch, Philipp Erhardt, Alexander Laukhardt, Aaron Hillebrand. Der erste so wieder. Der ist doch auch Dirk Dingsbums für uns da in Röttenbach drüben. Ja, genau. Der ist doch auch so komisch, ja. Glaube ich. So, wo haben sie jetzt hier Schwachstelle gehabt? Links mit den. Na dann. Auf geht's. Ah, Steffen ist dann ein Zuschauer. Nee, wir haben mehr. 3. Du. Oh, der Montana Black ist halt aber auch schlecht, ne? Der hat bloß 666. Der ist ein 37.000. Ja, wird. Irgendwann ist die Zeit für jeden vorbei, glaube ich. Naja, gestern hat er, weil ich einmal kurz lieber geschaut habe, 2.000-3.000 und ein bisschen was gehabt. Ja, krass. Und darum sage ich ja, heute hat er jetzt bloß momentan 600. Ja, vielleicht hat er vor 5 Minuten einen Start von, was kannst du sagen. Kann auch sein, ja. Ja, der machte die meisten Zuschauer mit irgendwelchen Glücksspielen, ne? Nee, Just Chatting. Das kenne ich nicht. Ich habe schon oft gelesen, aber ich weiß nicht, was das ist. Ja, der schwaffelt halt los. Mhm. Ich habe mir mal zugeschaut, weil die alten Pokémon-Dinge, Karten, war eigentlich ganz lustig. Aber ja. Und einmal Bud Spencer-Filme, die besten Schläger-Szenen und so, also das war nicht okay. Schlecht. Das ist aber mal ein paar lieber Stunden nicht so, wenn du schaust, der bleibt bei jeder und so, aber das war eigentlich gut gemacht. Ja, ich habe das irgendwo mal gehört, dass der eben mit seinem Online-Casino, da hat er die meisten Zuschauer oder meisten Fans gekriegt. Naja, der hat auch. Vielleicht hast du Glück und er kommt immer auf den Kanal und spendet gleich 1.000 oder was. Ja, es macht öfters. Ja, das habe ich auch schon irgendwo gehört. Wo der die Kohle her hat, aber. Naja, und dafür kannst du schon sehr gut verdienen, ne, auf YouTube und so. Ja, dafür will ich da nicht. Ganz einfach. Habe ich besseres zum Tun. Richtig, das ist halt ein Fulltime-Job, aber ja, ich meine, bekannte World of Tanks Streamer oder so, gehen halt so mit 28.000, 32.000 Euro haben, ne, im Monat. Ja, wenn du jetzt den Mausschau allein anschaust, allein durch Streamen verdient er über 3.000, ne? Aber ja. Ich weiß nicht, also man hätte nicht machen mit. In der freien Video schneiden, YouTube hochladen, am bei der Streamer, der Kerl, irgendwann haut's den in Rehm auch mal ohne. Naja, er wird auch seine Angestellten haben. Was denn? Ja, der will auch was haben. Ja, aber du hast Werbeeinnahmen auch noch, weißt du, wenn du vorher 20 oder 30 Sekunden irgendwas anschauen musst. Na, und dann diese ganzen Abos. Du kriegst ja 50% davon.
Ja, ich weiß nicht, wer das ist. Ja, du kriegst 50% vom Abo. Ich was bloß vor einem amerikanischen Bauern, der verdient über YouTube mehr als wir mit seiner Landwirtschaft. Alter, das ist 70 Punkte, ey. Nicht schlecht. Dann der 63. Mann, die stressen mich alle. Ich habe kein Geld. Ich weiß nicht, was das Büschel überhaupt von mir will. Gehaltserhöhung gibt's nicht. Naja, du willst dir Vertragsverlängerung. Ich nicht. Naja, jetzt haben wir Montana Black, jetzt hat er gerade aktualisiert, 11.417. Na, dann kriegen die ganzen Leute die Nachricht aufs Handy, oder? Der ist online. Und zack, mit Mike schaut, ne? Ich könnte ein bisschen Schleichwerbung machen. Habe ich auch einen Cent verdient. GDARP, oder? Just Chatting. Kenny, also sagt mir gar nichts. Ja, GDA, Grand Theft Auto, RP ist XP halt. Ja, aber irgendwie packe ich den Typ nicht, der so. Ja, das ist so der typische Anti-Part, ne? So, ja, asozial will ich jetzt nicht sagen, aber. Ja, er ist halt sympathisch, ist er nicht. Also auf mich wirkt er nicht sympathisch. Ja, auf mich auch nicht. Wenn er immer sagt, Digga, ey Digga, ja. Ey Digga. So, so der. Kann ja sein, dass er einen Schlag bei den Frauen hat, die vielleicht, keine Ahnung, so präpubertär. So. Wo ist der Schwachpunkt? Ah, links rum. Okay, ich hab eine Menge. Ja, mein Erzfeind. Wie ich. Wo spielt denn Augsburg da? Gegen Garching. Kassieren sie das schnell. Ne, ich glaube, nach dem habe ich nur 7 Spiele, dann ist die Saison durch. Und der andere wird endlich 18. Oh, wei, drüber geschossen. Oh, 2-0 schon. Das wird's. Ja. Aber Sene, du siehst das ja eher wie ich. Ja, 2 Sekunden. Also das habe ich jetzt vorausgesagt. Aber der Delay dürfte so 2 Sekunden sein. Ja, was Sene, ich habe jetzt auf Twitch den Sound ausgemacht, sonst hören wir immer doppelt. Oh, Memmingen am Angriff. Jetzt kriegst du eins. Na. Erst lesen wir es da schon mal. Nee. Luis Zwick pflückt das Leder aus der Luft. Geil, unhaltbar. Haben sie sich verdient. Jetzt drehen sie aber auf, hm? Naja, es sind aber schon. Der da oder Yannick, der hat ja bloß nur 45%. Ja, aber von der Fitness her ist, sind sie ungefähr gleich wie ich. Ja, jetzt kriegen sie noch ein Snai. Alter, Mist, was wird denn das? Jesus Maria. Das erinnert mich an den alten Witz, wo der Sohn fragt: Baba, wie ist das, wenn man betrunken ist? Und sagt der Vater:
siehst du dir vier Bäume da hinten. Wenn du betrunken bist, siehst du doppelt so viel. Aber da stehen doch nur zwei. Ah, schade. Ich glaube, wir zeigen den ja mal. Haben wir noch ein paar frische Stürmer? Nein. Herr Emir, der hat es das letzte Mal gemacht. Der war doch super. Der hat irgendeinen Scheiß gemacht, glaube ich. Egal. Nein, nicht. Ich habe immer so Angst. Ja, das war knapp. So, Jungs, Einsatz. Jetzt schallert's. Doch nicht. Beim Abpfiff nur gelbe Karte geholt, ja? Jetzt habe ich schon wieder gewonnen. Tja, wenn ich mal in die WhatsApp komme, kannst du alle 5 Minuten einen Screen schicken. Ja, den will er nicht, der Zipfel. Schau mal, der Wert von meinem Team geht immer weiter runter. Das kann man aber nicht verstehen. Und doch, weil manche Spieler werden einfach älter und somit sind sie weniger wert. Ja, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Aber. Jetzt ist er 18. Jetzt fliegt er. Kann er wieder nicht auf die Transferliste sitzen. Den habe ich auch noch nie eingesetzt. Ne? Na, und dem sagen sie die ganze Zeit, soll er einen Vertrag geben? Ich meine, der ist schon gut, aber der will einen Haufen Geld. Voll die Frechheit. Das ist jetzt wieder 4 Stunden verhandeln mit denen oder was? Ja, aber eine Verhandlungsrunde ein bisschen hochsetzen. Brauche ich keine 4 Stunden, das lädt sich in 5 Minuten. Ja, servus, na, du kannst weggehen. Ja, wenn er nicht unbedingt wieder auch spielfrei. Das ist gut. Da muss man schnell harte Woche machen. Spielfrei ist immer gut. Habe ich nicht eine Woche? Spielfreie Woche? Ja, also. Zack. Jetzt will er 550.000 Handgeld. Der spinnt doch. Ich hab's einfach nicht. Ja, kann er vergessen. Wenn er nur mal nach dem Vertrag fragt, dann schmeiß ihn aus der Mannschaft. Ja, ihn vom Hof. In der nächsten Saison können wir drüber reden, wenn meine Etat wieder ein bisschen erhöht wird. Mhm. Maximilian Bauer verletzt sich auch bloß nur die ganze Zeit. Unpisslichkeit.
errichtet. So, wie viele Spiele sind es jetzt noch? 5 Spiele noch. Ja, komm, mach hin, ich will nur unten BOT spielen. Er soll es durchziehen. Und vielleicht einmal vor halbe 20, bitte. Niemals! Ein mit einer Gehirnerschütterung bleibt 30 Tage daheim, was ist das für Anfänger? Sei halt die alten Leute, kannst du alles vergessen. Kannst du mit deiner alten Herrenmannschaft aufsteigen? Ja. Gute Besserung. Auf geht's. Machen wir doch noch Runden BOT. Ja, ich habe einer von den Felsspinnen. Aber nur laut hier. Ja, bin ich dabei. 4 und 5. 43.000 neue Strafe soll ich zahlen, weil ich so viele Leute habe. In meinen Büros. Ich spinne doch. Er muss halt der Point lauern. Ja, ich soll mir am Arsch lecken, weil, weißt, dann ist die Auslastung vom Personal wieder so hoch, dass du dann irgendwie mit 150 Krankheitstagen pro Jahr rechnen kannst. Und schon Albert irgendwann gar keiner mehr. Oh, Zazarab, Eichstätt, gute Nacht. Ach, Dritter sind die. Naja, Eichstätt, gute Nacht. Ach, Dritter sind die. Du bist da lustig. Ja, wohl erstmal gehen, Kai. Ja, er verletzt sie beim Angriff. Aber ja, ich muss ja aufpassen, weil die sind alle über 90, ne? Und deine sind ja alle unter 90. Ah, das passt schon. Fitness. Der verausgabt sich jetzt total. Da schon mal hin, wie die in seiner Fitness sinkt. Ja, jetzt haut sie es auch runter, ja. Und wenn, dann sollen sie halt da durchschießen. Erste Halbzeit habe ich überlebt. Die erbliche Zauberrunde. Hast du gesagt, willst du BOT spielen? Ja, der dribbelt durch. Mal ist mir schlecht auf die Gummibärle. Ey, cool, ich könnte das da alles noch lesen, so, ne? Willkommen in der Moderator-Ansicht. Ja. Letzten Monat bin ich hinzugefügt worden. Deine neue Leinwand. Alle Tools, die man findest du hier. Du kannst jedes Widget vergrößern, verkleinern oder verschieben. Okay. Das kann man nur so machen. Immer das Dock im Auge behalten. Angedockte Widgets bin ich. Widgets hinzufügen. Dann bestimmt das Widget nicht raus. Ja, so wie am Handy halt. Umfassender Kontext. Wenn du mir bei dem benutzt. Alter, Stefan, habe ich mir doch heute registriert bei diesem Impfzeug, ne? Mhm. So, wo gehst du hin? Gehst du auf Rainbow? Ja. Habe ich mein Geburtsdatum angeben müssen, ne? Ja. Und vom Handy aus, ja, hast du nur die Option zurück. Zurück, zurück. Also, ich musste 45 Jahre lang zurückblättern. Das hat die ganze Fahrt vor Reichenschwand bis zur Spruck, habe ich bloß zurückblättert. Glaubst du schon, dass mir das angekotzt hat, oder? Das glaube ich. So. Okay, so, jetzt bin ich am aktuellen Stand.
abhauen uns mal, Jungs. Nein! Auf die Fresse ist das Green. Ja, weil halt. Unentschieden. 5 Punkte noch hier Augsburg in 4 Spiele. Spielfreie Woche. Wir machen gar nichts. Am Arsch. Ja gut, Gehaltserhöhung. Können wir mal drüber reden. Weiterbildung, naja. Na, immer wenn der Co-Trainer meine Woche plant, dann baue ich wahnsinnig ab. Ist ja Wahnsinn, du kannst auch Begriffe blockieren, die musst du dann nicht schreiben. Die tauchen dann im Chat nicht auf oder so. Weiß ja. Also kannst du so einen Haufen Scheiß machen. Du kannst alles machen als Moderator. Zulässige Begriffe. Dashboard kann ich machen. Ach du liebe Leute. Jetzt das Maria, da können Sie ja gar nicht mehr aussehen. Der will Geld von mir, spinnt der. Nix Neues. Nicht. Ja, ich muss auch mal schnell. Ich komme gleich wieder her. So bin ich wieder. Oh. Oh. Ach ja, das Budget Pippins Ried. Oh, nicht einmal so verkehrt. Das müssen wir vielleicht ein wenig anstrengen.
Aha. Da wollen sie wohl Geld in die Kassen spülen. Oh, hast du gelesen? Der Nö. Konkurrenzkampf zwischen Louis Zwick und Markus Bunk führt zu einem Trainingsstreit, der gerade noch. Hast deinen Schlichter geschickt. Mach ich selber. So, die bayerische Ärmelsponsor 180.000. Bei Abstieg können wir uns mal richtig was abziehen. Wohin sollen wir noch absteigen? Ja, passt auf. Es ist immer Fehler, wenn es das sagen, wir können unsere Partnerschaft gut vorstellen, ne? Also. Ammerländer, kennst du die? Wer? Ammerländer. Hier. Ja, warte mal. Regional. Das sagt mir jetzt nichts. Ammerländer. Die haben mich immer auf, keine Ahnung. Man kennt's auch nicht. Du bist ja nicht. Du bist doch ein Landwirt, du kennst ja aus. Ammerländer sagt mit sich überhaupt nichts, ne? Kenn ich auch nicht. Jawohl. Vor allem ist da auch ein Leuchtturm drauf. Woher soll ich das kennen? Das wird irgendwo ein Ostsee irgendwo da drum sein. Ah, ich hab keine Ahnung. Ammerländer. Gehen bloß Grünländer. Ja. Ein Mächt betreiben wir da, Werbung. Ist doch wurscht. Alles wurscht. So, der vierte ist das. Ja, sagt, die sind gut. Was kann der? Kopf voll schwach. Oh, der in der Dober ist ja bei 5-4, ne? Ja, ja. Rechte Außenverteidiger 5-9. Ja. Deswegen will ich bei dem eigentlich nicht vorbei. Wir bleiben auf der rechten Flanke. Ah, den zeige ich mir jetzt nochmal, was Fußball ist. Die ersten 5 Minuten zumindest. Was hast du jetzt so Tag und Nacht? Pressing und Gegenpressing, dass die immer machen sollen. Okay. Jawohl. Und nein! Triebe. Na doch, nein. Mal ändern. Viel trinken, ja, viel trinken. Ja. Ja, die haben ihre letzten 2 Spiele auch nicht verloren. Hey, machen ganz schön Druck. Oh, der. Jungs, Angriff. Naja, aber jetzt erzähl ich das ganz schön runter, ey. Warum ist denn der schon wieder im Sturm? Der hat doch da gar nichts verloren. Der auch nicht. Ich spiele ja nicht zentrales Mittelfeld. Schmaus.
Jetzt pass auf. Jetzt kriegst du das. Halt die Waffel. Triebe. Glück gehabt, he? Ja, das ist sowas von. Ja, dass sie doch nochmal danach nicht Profifußballer schimpfen, oder? Der war nicht einmal der Strudel, du trifft. Und auf den Kohle kassieren. Profi, das darf doch dem Profi nochmal gar nicht passieren, dass er am Tor vorbeischießt, oder? Ja, ich glaube, das sind dann auch immer solche Dinge, die abgefälscht werden für irgendwelche Gegenspieler. Ramos ist eigentlich der rechte Außenstürmer. Oder Altitude mit 4-6. Was, wir nehmen Innenverteidiger raus. Und ziehen wir ihn zusammen. Den als hängende Spitze. Also 75. Minute. Oh mein, jetzt wirst du es wissen, oder? Muss. Und sobald in Führung bin, sofort in die Defensive gehen. Jetzt. Jawohl. Schön gemacht, sehr schön gemacht. Ach komm. Komm nur raus, Klagstreffer. Du bist echt alter Pessimist. Der Krautschneider, der passt schon in seinen Namen. Ah ja, schau mal. Vorbei. Glück gehabt. Die haben dir bloß nochmal Titel laufen. Ja, das glaube ich auch. Was sagen sie zu ihren Fans? Die Besten der Welt natürlich. Und in der Öffentlichkeit kommt das gar nicht gut an, ne? Die Chagarching will natürlich einen Sieg. Ja, in der Öffentlichkeit kommt das auch nicht an. Ja, warum? Was ja nicht. Am besten musst du neu schreiben, du nimmst irgendwelche Flüchtlinge auf oder so, dann liegt dich die Öffentlichkeit. Naja, und trägst du ihnen das Holz noch nicht und wärst den Ascherkasten aus, oder wie? Ja, so ist es. Ja, aber das kannst du leider dann nicht eingeben. Gott sei Dank bist du der einzige Zuschauer. Ja, sorry, ich glaube, das macht unser dummes Geschwafel aus. Da drei Spiele gar Augsburg. Und ich habe gar nicht mehr so viel Führung, ne? 5 Punkte, 3 für den Sieg. Das heißt, wenn mir Augsburg wegputzt, aus 75. Garching, das sind jetzt wieder. Naja, die sind auch nicht verkehrt. Ich spiele gegen Augsburg 2, oder? Ja. Ja, schau mal hin. Das haben die in der zweiten Mannschaft, die Arschlöcher. Die sind gut. Ja, da möchte ich nicht wissen, was haben die in der ersten Mannschaft? Schau dir das mal an. Spinne doch. Jesus Maria. Brasilianer, Jugoslawen. Und Heimstätten. Naja gut, Heimstätten können die easy. Bin easy, ja. Ja. Ja, machen wir lieber noch Weiterbildung. So eine blöde Frage, was kostet das Spiel? Auf Steam zahlst du, glaube ich, für die Dingensmission mit der Bundesliga-Edition gleich für Saison 21-22, glaube ich, 37,99 und ohne die Bundesliga-Edition 33 Euro. Naja, wie sind denn 5 Euro? Ja, ansonsten kostet dich das Update mit der Bundesliga-Edition 8 Euro. Also du sparst da irgendwie 5 Euro, wenn du das gleich zusammenkaufst.
Aber ja, du bist eh der Einzige, der zuschaut. Ich hab's auf dem Stick. Meinst du das auch nicht original? Das kannst du mal haben, wenn du das willst. Ja, das kann man sich bestimmt irgendwo zeigen und cracken. Ja, hab ich ja. Hab ich kein Problem damit. Hab ich früher immer gemacht. Die Demo kalt und dann das crackt man ganz einfach. Mhm. Ach, spielfrei. Nee, wie gesagt, das kannst du von mir auch haben. Ja, es geht ja nicht online, ne? Weil bei online der ich vorsichtig sagen, weil wenn einer mit zweimal im gleichen Ding spielt, dann kann's kritisch werden. Richtig, ja. Es hat ja sowieso bloß einen Zwei-Spieler-Modus und der ist auch noch Hotseat, also eigentlich ist es dafür gedacht, dass zwei Leute vom gleichen Rechner hocken, so wie früher, wenn man sich noch getroffen hat. Mit LAN-Kabel, ja. Nein, nein, wirklich an einem PC. Und okay. Dann halt, da hat jeder, kannst einstellen, ob jeder Spieler bloß 180 Sekunden oder 98 Sekunden Zeit hat, um zwei Wochen zu planen. Ja, damit es nicht so unendlich geht. Das ist nicht schlecht. Oder ob du es halt unendlich hast. Steam macht es aber möglich, dass du zu zweit über Steam eben spielen kannst. Und die andere Alternative ist einfach, du baust dir ein. Oh, sag's mir. Wie heißt denn jetzt? Was haben wir jetzt irgendwie sowas? Ja, über Teamviewer, weißt du, über Fernwartung. Dann kannst du praktisch auch auf einen anderen Rechner zugreifen. Stimmt, ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob das mit dem Lutzer mal gemacht. Eine Teamviewer-Sitzung? Ja, aber entweder war es an seiner Internetverbindung, weil der hat ja nicht gerade die schnellste. Irgendwie ist das immer gehängt. Mhm. Weil da haben wir mal in ADS, bevor ich mein Kraft habe, habe ich gesagt, zeig mir das Spiel erst einmal, was ja. Und was, ne? Und dann, ja, machen wir so und so und dann. Aber das ist voll lauter Ruckeln. Weil es halt über Steam nicht gegangen ist, ist Zuschauer. Ne? Ich habe bei Steam auch nicht Zuschauer kennen. Da gesagt, machen wir so Zoom. Und ja, Teamvideo, du brauchst halt derjenige, den seinen Bildschirm du anzeigen lassen willst, der braucht halt einen stabilen Upload. Ja, habe ich kein Problem damit. Ja, auch nicht. Ich habe Glasfaser 100.000 der Leitung, also ich habe da. Nutzt 56k. Keine Ahnung. Kennst du das auch? Das kenne ich auch noch. Ich kenne sogar vom Commodore 64 noch den Akustikkoppler und Blueboxing. Ja, das kenne ich nicht. Aber 56k, also das war so meine Welt am Anfang. Wenn es dann erst einmal so komische Geräusche vor sich gegeben hat, bevor es losgegangen ist. Garching. Ja, dreimal gewonnen, zweimal verloren. Ah ja, bei mir schaut es auch nicht besser aus, was. Ja, warum? Du hast doch bis jetzt immer gewonnen. Na, na, Alter, unentschieden. Also, ich habe jetzt gewonnen, unentschieden, gewonnen, unentschieden, gewonnen. Ach, unentschieden. Ja. Spiel zerstören und direkte Pässe. Machen die. Nein, das will ich gar nicht sehen. Jetzt ist das ein Saie. Seifert. Seifert, ich habe jetzt Saie gelesen. Ein Saie, ja. Das kennen meine ja bloß die Frauen, Saie. Ja, oder der ganz blöde Art, sich in den Mittelpunkt zu stellen, ne? Was sind Leute in der Winterschule? Die anderen waren so von Gunzerhausen da drunten her, ne? Oh. Von der Rode eigentlich, ich war ja in Rode in der Winterschule. Okay. Ja, und dann auch. Der andere hat auch wegen vom Saufen und so erzählt, aber ja, Mensch, was gibt's denn drin, man sah ja gerade rum, ne? Ey, der ist vor Lachen nicht mehr rausgekommen, ne? Der am Anfang gar nicht gewusst, was ich will, ne? Scheiße. Ich sagte dann drin, man sah ja gerade rum. Ja, viele kennen das nicht.
Ja, gar nicht. Ich denke mal, Solaf oder so ist ja extrem mit Fränkisch halt. Wenn du, so wie ich halt, ne, der war halt das eigentlich nicht anders Schwindis am Dorf draußen, ne? Ja, also ich sage immer, die härtesten Franken kommen aus Fürth. Wenn es mal so Richtung Knoblauchsland aus oder so, da ist echt schlimm. Ja, ich kenne. War der Kieslinger, der Schäfer, also der ist mit mir auf die Schule gegangen, also BG oder 11. 12. und der ist vom Knoblauchsland runter, ne? Und das merkst du schon, ne? Das ist genauso wie der Ausdruck, der brennt wohl der Kittel. Ja, Kittel brennt, Ja, das ja. keine Ahnung, ich schau mal einen Angriff nach dem anderen. Oh, du legst 2 Ernst da hinten, gell? Ja, danke. Ich werde es gleich ändern. Ja, jetzt kontert ja mein Konter, was soll denn das? Aber der Torwart, man ist aber. Er ist schon sehr gut. Der ist gut, ja. Jawohl, Zwick wieder. War cool. Der macht's. Der ist hässlich, vor dem haben sie Angst. Auf Mann! Jetzt geht mein Fitness aber ganz schön unter, ne? Nee, aber die anderen haben wir bloß nur 60, habe ich gesehen jetzt gerade. Ein bisschen Ja, über 60, du bist aber da schau über. mal, die sind richtig fit. Ja, der Baum ist raus. Was hast du dazu gesagt? Der Bauer muss raus. Ja, Maximilian Bauer. Ich habe mich wieder so angegriffen gefühlt. Kleines Sensibelchen, du. Aber hey, was weiß man das? Jetzt kein Problem damit. Kann der linke Außenstürmer, ist doch das, was er kann. Nehmen wir den nur zu. Labbadia ist der rechte Außenstürmer. Ja, wo du ist eigentlich ein Innenverteidiger. Ich hätte aber gern Ramos. Ramos nehmen wir mit neu. Zängende Spitze. Der links hast du gar keinen, also bloß 2 Mann. Was? Links. Ja, passt doch. Ja, Oder was ist probier's. im Mittelfeld? Ja, schaut doch ganz gut aus. Die sind auch Probier's. so aufgestellt. Eieieiei, die blöde Sau, die blöde. Also zu null hätte er nicht Ungarn, ne? Kannst du nochmal auswechseln? Ja, ich habe aber keine Leute mehr. Aditula. Cesar. Ja, das ist ja gut, aber. Ne? Gehen wir ins offensive Mittelfeld. Ja, wir sind jetzt in die unten, ne? Ja. Ich will nichts sagen, da ist drunter auch da nichts mehr, oder nicht mehr viel. So ist es ja. Naja, Klatschi kriegt. Der Fahr mal sei. Ja, wie gesagt, du hast jetzt ein A-Spiel, kannst du jetzt nochmal verlieren, aber das nächste musst du wieder gewinnen. Ja, muss unbedingt. Oder das nächste gewinnen und dann das andere verlieren, dass du dabei in der Stadt bleibst.
ich habe halt auch keine Kohle, ne? Nix, nix, nix. Das Ende der Saison ist einfach scheiße und der riecht mich auf, ne? Spiel in die Reserve verschieben? Nee, wenn dann. Vorhin? Ja, aber geht nicht. Sau nicht weg. An der Nase beim Protein brauche ich halt. Aber von dem wissen sie auch noch nicht, wie er ist. Der schaut aber bis jetzt ganz gut aus. Ja. Ja, den sein Vertrag läuft aus, du kannst mich mal. Du kannst ja das sowieso nicht hören, sogar Bullfan. Ja. Danke, dass du mich dran erinnerst. Ja, schick den mich, komm. Vorletztes Spiel, ne? Ja. Das kostet verlieren, aber das nächste Mal musst du wieder gewinnen. Ich muss das gewinnen. Oder das gewinnen und das andere verlieren, das ist wurscht. Oder wir wollen überhaupt die Tabellen. Ich bin auf dem ersten Platz. Ja, Punkteabstand zum zweiten. 5 Punkte, glaube ich. Lass mal die Übersicht ausgleichen. Augsburg ist halt auf dem zweiten Platz. Geh hier die jetzt spiel. Kennst du eigentlich nur so ein Fränkisch? Kannst du auch bieten, ne? Naja, Augsburg ist und Heimstetten. Und Heimstetten liegt auf dem 12. Die haben 42 Punkte. Und ich habe ja 4 Punkte Vorsprung. Ja, darum sag ich ja. Oder unentschieden lange da. Ich müsste beide unentschieden spielen, dann wäre ich mit Augsburg Punkte klar. Jawohl, Augsburg spielt ja dann auch noch gegeneinander, weißt. Die haben ja auch noch. Also du musst zweimal gewinnen, auf gut Deutsch gesagt, keine dann hast. Einmal gewinnen und unentschieden spielen. Wir tun das mal auch noch nicht mehr. Was hast du jetzt? Ist aber nächstes Pflichtspiel, 5 Tage. Warum steht jetzt zwischen zwei so Kinder rum? Was? Wo steht das? Da, nächstes Pflichtspiel, 5 Tage. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt zwischen Karotten steht. Okay. Komisch. Vielleicht, weil dieses Ammerländer mein Sponsor ist. Jetzt kontern, kontern, kontern. Abseitsfalle. Vielleicht schaut er, da bin ich doch zu. Was denn nicht? Zum Zotra-Wesen. Ja, das glaube ich auch. Da freut er sich, wenn ich verliere. Kann aber ins TS kommen, ne? Ja. Man könnte es. Ah, schau doch mal, was die für ein Torwart haben, ey. Penner. Kein Schwachpunkt, gar nichts.
Abwehr, Mittelfeld, absolut überlegen. Ich stelle jetzt einmal 45 Minuten voll, wie sagt man, defensiv spielen. Voll defensiv spielen. Mal, und dann sage ich mal so in der 65. 70. Minute voll aufdrehen, Alter. Oh, ich probiere mal die Taktik wieder. So, wer ist noch Innenverteidiger? Simon, oder? Ja. So, Florian Pieper bleibt mal Stürmer. Was kann der? Der ist eigentlich Innenverteidiger. Das heißt, ich hätte aber gern. So schaut es doch ganz gut aus, oder? Abgesichert ruhig. Dann so viel wie es geht. Keine überflüssigen. Wo waren schwach? Nirgends, ne? Ja, wir sind echt nirgends schwach. Ja, echt, das halt. Wir haben ja zweimal Viererketten aufgestellt. Da hinten sogar fünf Mann. Irgendwie, wenn das auch so spielen. Erst am Anfang ein bisschen Piano und dann. So, aber das wird auch schon mal, die haben Sieg, 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 unentschieden. Aber dafür freue ich meinen Fokus. Und Kohle gibt's. Ja, Heimfutter, das ist jetzt sein Platz noch besser kennen und